Hallo, Mein ihr Pool. Wunderbaren. Wer braucht schon Fotoshootings? Ja, so habe ich auch ganz lang gedacht und denke manchmal bei manchen Fotoshootings auch immer noch. Und ich habe total, total Bock, euch von meinen solchen und solchen Erfahrungen in Bezug auf Fotoshootings zu erzählen. Weil es so witzig auch ist und so bezeichnend und so viel ausmacht in Bezug auf, ja, Selbstwert natürlich, klar. Und ich habe jetzt vier oder so und auch mit jeweils verschiedenen Fotografinnen Fotoshootings in meinem Leben machen dürfen. Hatte eigentlich nur geile Fotografinnen, keine Frage. Und habe von sehr lustvollen Nacktshootings bis hin zu, oh mein Gott, also ich habe wirklich schon alles erlebt, so ein bisschen, habe ich das Gefühl, stimmt natürlich nicht, aber ich habe so ein bisschen alles erlebt. Und es war, ich weiß aber noch, und das finde ich jetzt so einen geilen Punkt, wie ich das erste Mal mir erlaubt habe, ein Fotoshooting zu wollen. Da konnte ich es mir noch gar nicht leisten, aber es zu wollen. Das war für mich so ein krasser Moment von, boah, krass, ich gönne mir das jetzt. Ich bin so wichtig. Mein Business ist jetzt so wichtig. Mein Business wird noch so wichtig. Das war es zu dem Zeitpunkt nämlich noch gar nicht. Und klar, jetzt ist es easy. Jetzt werde ich ständig von irgendwelchen Fotografinnen angefragt: Darf ich dich fotografieren? For free, für einen Preis. Und dann zeigst du deine Fotos und so, weil die natürlich jetzt merken: Klar, wenn ich mit meinen Fotos für meine Sachen werbe und ich gebe immer die Fotocredits mit an, das ist natürlich für die Fotografin ziemlich geil. Aber so war das ja am Anfang nicht. Am Anfang, wo einen halt noch irgendwie keiner kennt, ist das natürlich was anderes. Und natürlich habe ich dafür bezahlt. Und es war aber super, super krass, weil, also eben gerade dieses erste Mal, danach war es der Bann gebrochen, aber dieses erste Mal war für mich, ich hatte einfach immer, und vielleicht schreibt mal gerne rein, ob ihr das auch kennt, ich hatte einfach immer dieses Gefühl von, nee, Fotoshooting, das ist was für Models, das ist was für so komische Leute, die sich so selbst darstellen müssen, das ist was für, ja, also ich habe es immer so vor mir weggehalten und das in eine bestimmte Schublade von Mensch gesteckt, wo ich ja gar nicht hin wollte. Und das ist ein super ähnliches Phänomen. Also ich finde, daran lässt sich ganz viel ablesen, was wir auch zum Thema Money-Mindset gerne falsch in Anführungszeichen machen. Es ist wirklich sehr, sehr ähnlich, wie wir urteilen und verachtend sind in Bezug auf Menschen, die Geld haben und die auf eine bestimmte Art und Weise Geld haben. Und natürlich wissen wir, wir können differenzieren. Natürlich gibt es auch Reiche, die toll sind und Charity-Aktionen machen und bla bla. Aber eigentlich machen die das ja nur für die Publicity. Ja, es ist total spannend, was in uns vorgeht, sobald es ums Thema Geld geht. Und da hängt das Thema Fotoshooting, finde ich, total mit rein, weil es natürlich A, was Richtung Luxus ist, B, was Richtung Selbstdarstellung ist, C, ganz viel, ich bin automatisch konfrontiert mit meinem Selbstbild, mit meinem Selbstwert. Ja? Das ist wie Spiegel. Und wer vielleicht Liesel Hay mit ihrer Spiegelarbeit, Mirrorwork, kennt, das macht nicht nur sie, das haben inzwischen noch andere, aber ich glaube, sie war eine der ersten, dieses in den Spiegel täglich zu schauen und dir selber zu sagen, dass du dich liebst. Und andere wundervolle Dinge dir zu sagen, was erstmal so easy klingt, aber mach's mal und mein's ernst dabei. Und spätestens da wird dir bewusst, dass dieses dich selber angucken, das ist jetzt auch jetzt, ich bin heute gerade über Zoom hier auf Facebook, das heißt, ich sehe nicht groß auf dem Bildschirm. Das ist auch einer der Gründe, warum viele am Anfang mit Live-Videos total Herausforderungen haben, weil sie sich die ganze Zeit selber reden und gestikulieren und von der Seite und von vorne und so sehen, ja. Und das ist was, was wir, wenn wir nicht fest verankert sind in unserer Selbstliebe, in unserem Selbstbild, dann können wir das oftmals einfach noch gar nicht. Ja, also das können wir es nicht, dann wollen wir es lieber vermeiden, weil wir dann uns wirklich sehen und uns konfrontieren müssen mit dem eigenen Urteil, das wir über uns haben. Und solange wir uns nicht sehen, müssen wir es nicht. Dann können wir schön weiter über andere urteilen, die sich da so selbst darstellen, in ihren halben Nacktfotos, ja, und ihren Achselhaaren und ihren whatever wir halt so gerade urteilen wollen.
Und dieses Urteilen von anderen ist super geil, wenn wir nicht über uns selber urteilen wollen, wenn wir vor allem harte Urteiler sind. Und deswegen ist dieser Weg des Spiegels, der Selbstkamera, Selfie-Richtung und dann noch krasser, was ist krasser, nochmal anders, vom Fotoshooting, ein unglaublich kraftvoller Weg, der, wie soll ich sagen, er ist nicht unbequem, aber er kann eigentlich die Mega-Abkürzung sein. Ja? Also er ist die Mega-Abkürzung. Also ich zum Beispiel, ich dachte von mir, ich dachte von mir, ich dachte von mir, ja, ich dachte, wir haben morgen frei. Genau, ich dachte von mir zum Beispiel ganz, ganz lange, dass ich voll gut darin bin, voll gut darin bin, eben mit meinem Körper zu sein, mich zu lieben, mich zu zeigen und auch lustvoll mit mir zu sein und dass mich das nicht groß stört, wenn, ja, also was heißt, ich will jetzt nicht Pornos machen oder so, ja, aber dass ich da einfach schon sehr, sehr frei bin mit, habe ich immer gedacht. Bis ich dann eins meiner ersten Fotoshootings hatte und natürlich, ich wollte gerne Fotos von mir, in denen ich lustvoll mit mir selber bin, weil ich gerade meinen Lustraum beworben habe, wo es halt um Selbstliebe und Masturbation und sowas geht und es ist natürlich toll, nicht irgendwelche fremden, nackten Frauen in ihrer Lust darzustellen, sondern mich selbst damit zu zeigen. Das war mir voll wichtig. Es war Teil auf meinem Weg der Seelensichtbarkeit. Und dennoch, als es dann soweit war, und es war eine wundervolle Frau, mit der ich auch tief verbunden und befreundet war, und wir hatten ein Hotelzimmer gemietet und es war sonst niemand da und sie war total cool, entspannt, so, soll ich mich mit ausziehen, dann geht's leichter. Also es war wirklich super cool und ich habe trotzdem gemerkt, oh fuck, ich war so gehemmt und es ist so lustig, weil man kann so die Fotos, die dann so entstanden sind, so der Reihenfolge nach anschauen und ich weiß halt genau, wo ich halt am Anfang noch war und irgendwie so, innerlich mich so gefühlt habe und dann ganz am Ende und das hat gebraucht, das hat wirklich den ganzen Prozess gebraucht und sie war eine super coole Coachin darin irgendwie, ja, aber ich habe natürlich auch viel selber gemacht von meinen Tools, die ich halt weiß, ja, aber ich war so erstaunt über mich selber, was in meinem Kopf während dieses Fotoshootings abgegangen ist. Oh mein Gott, härteste Beurteilung, härteste Bewertung, härtestes, wow, fuck, das darf keiner sehen und wow. Also ich kann es gerade gar nicht mehr ganz rekonstruieren. Ich weiß nur, dass ich die erste Stunde, wir haben da eine Pause nämlich gemacht und ich weiß noch, dass die erste Hälfte für mich echt Selbstzerstörung, nicht Selbstzerstörung, aber es war wirklich, ich bin wirklich hart durchgegangen durch mich selbst damit, ja. Es war wirklich krass, ja, wirklich so und irgendwie waren die Fotos immer noch nicht geil und so, ja. Und dann kam halt ein krasser Shift und haben eben auch nochmal gesprochen und sie hat gesagt, hey Amira, du bist doch ein Lustcoach. Wieso machst du keine Lust? Ich so, ja, okay. Und dann habe ich mich selber und mit ihrer Begleitung reingefunden in mein Sein und in mein Tun. Und es war wie, ähnlich wie bei der Geburtsreise, ja, wo wir von außen nach innen gehen, war es da eben auch so, dass ich ab einem gewissen Punkt ich umswitchen konnte. Und ich einfach nur noch bloß sein war. Und dieses bloße Sein, dem war es scheißegal, was andere denken. Dem war es, das ist so im Sein und im Tun aufgegangen und auch im Gucken und beguckt werden aufgegangen plötzlich. Und es war so krass, dass, ich meine, ich wusste, dass ich diesen Teil in mir habe. Ich habe mal vor Urzeiten Theaterpädagogik studiert, aber ich muss sagen, ich habe nicht Schauspiel studiert, ich habe Theaterpädagogik studiert. Das sind die, die hinter der Kulisse sind, ja? Haha. Ja, und ich habe, also deswegen, ich habe jetzt nicht in mir so ein total, da gibt es ja irgendwie Menschen, die echt dann einfach Schauspieler werden oder so, die so voll diesen exhibitionistischen, ich stehe gerne auf der Bühne Ding haben. Habe ich eigentlich nämlich nicht. Aber ich habe festgestellt, dass ich in meinem bloßen Sein, wenn ich wirklich ich bin, wirklich verbunden mit meiner höchsten Essenz, mit meiner wahren Größe, wenn ich das bin, dann bin ich einfach so fucking groß, dass ich halt nicht mehr in die 10. Reihe hinten zwischen die anderen reinpasse und deswegen vorne stehe. Und ich habe festgestellt, dass durch dieses vorne stehen, auch im übertragenen Sinne und angeguckt werden, bei den Menschen so viele tolle Prozesse losgehen, dass ich im Coaching, im Lehren sein, ja, im
Kanal sein, dass ich damit gerne tatsächlich vorne stehe. Und dazu hat mir aber dieser Prozess des Fotoshootings so krass zugeholfen. Ich kann es gar nicht, und es wird mir erst so viel jetzt im Nachhinein bewusst, immer wieder, wenn ich die Fotos sehe, das ist ja eine Energie, die da entsteht, mit der ich mich connecten kann. Und das Krasseste überhaupt ist, natürlich auch in Bezug aufs Business, dass solche Fotos, und ich sehe es, ich fand, es war, gab auch schöne Fotos, die auch sinnlich und sanft waren, eben von dieser ersten Stunde. Und ich sag's euch, diese Fotos verkaufen nicht. Also ich weiß Bescheid, aber es ist so, das ist irgendwie nett und da gibt es auch schöne Kommentare, aber ich weiß genau, wenn ich diese anderen Fotos raushau und dazu, welchen Text auch immer dazu poste, ob das jetzt eben ein Pitch, also ein Angebot für kommt in meinen Kurs ist oder ob es was ganz anderes ist, völlig wurscht. Aber in dem Moment, wo ich es, ja, was, wie soll ich sagen, also ich spüre den Unterschied, mit welcher Energie ich die Fotos gemacht habe und man sieht es den Fotos an und die Menschen sehen es an den Fotos und es ist eine andere Energie, es ist was anderes und es schwingt halt, weil ich habe auch sehr geile Selfies, muss ich auch sagen. Ich habe auch echt krasse, schöne, intensive Selfies, die auch ganz viel mit den Menschen machen, wenn sie sie sehen. Und dennoch merke ich genau, für hochpreisigere Sachen sind diese professionellen Fotos teilweise so viel geeigneter, weil halt immer diese Energie von ich gönne mir das mitschwingt. Und es ist so schön, weil das bei den Frauen, wenn sie die Fotos sehen und dann den Text dazu, dann öffnet das was in ihnen, dass sie denken, boah, ich kann das auch und ich gönne mir das auch und ich erlaube mir das auch. Und die Bereitschaft dann eben auch in größeres Coaching, ein krasseres Coaching bei mir zu hüpfen, ist viel mehr da, ja. Weil einfach, ich glaube, diese Fotos tragen eine andere Energie. Und ich meine, es ist beides cool. Es hat beides an bestimmten Ecken seine Berechtigung. Aber ich liebe es, diese Möglichkeiten und Vielfalt zu haben. Und ja, also einfach nur so in Bezug aufs Business, für die, die im Business unterwegs sind. Es ist Gold wert, solche Fotos zu haben. Es ist so krass. Es ist, also ich hab jedes Mal gesehen, wenn ich wieder, ich merke so alle Jahr oder so, ist wieder so ein Fotoshooting bei mir dran und es macht eine neue Energie, es öffnet ein Next Level für mich. Ich kann mit den neuen Fotos wieder neu groß werden, ja. Und es fällt und steht aber wirklich mit der Art und Weise. Und ich glaube, dass viele Fotografen das theoretisch gut können und dich vielleicht auch in eine gute Position bringen können. Aber was ich jetzt so gemerkt habe, eben das auch noch, und ich habe schon mehr Fotoshootings erlebt, weil ich eben auch bei meinen Live-Retreats oft Fotografinnen dabei hatte. Und das war dann der Mega-Magic-Burner. Und dadurch ist eben jetzt auch unser Projekt entstanden, das ich eben mit meiner wundervollen Lieblingsfotografin Lissy Rute zusammen mache. Weil das ist eben entstanden, Moment, ich muss es kurz erklären, als wir bei den verschiedenen Retreats, Live-Retreats, die ich gemacht hatte, Fotografinnen dabei hatten. Und plötzlich eine Magie entstanden ist durch dieses blickende Auge durch die Kamera in Kombination mit dem Retreat, mit dem Coaching, das stattfindet. Ja? Und die Fotos, die dann entstanden sind, sowohl in, hey, wir machen jetzt in der Pause, ne? Ein paar Frauen haben dann ein extra Fotoshooting noch gewollt und haben dann in der Pause wirklich nochmal posiert, sage ich jetzt mal, und wirklich sehr intensive Fotos nochmal einzeln Fotos gemacht, manche, die eben so dokumentarisch während dem Tun entstanden sind. Und die sind so krass, diese Bilder, weil die halt einfach nicht, weil selbst die, die posiert sind, nicht gestellt sind. Ja, weil die Frauen einfach in dieser Mega-Energie waren, die eben durch das Coaching, durch das Retreat, durch das Seminar, durch die Rituale und vor allem auch durch die Energie der anderen Frauen halt so aus ihnen rausgebrochen ist, ja. Das, also ich weiß, dass danach einfach einige dann mit diesen Fotos wirklich explodiert sind in ihre Sichtbarkeit, in ihr Business das erste Mal, in einer anderen Größenordnung. Und ich glaube einfach so fest daran, dass es darum geht, dass man mit der Kamera es schafft, die Seelenessenz, ja, wirklich die Energie einzufangen, die du eben transportieren willst. Und wenn du unterwegs bist, auch irgendwas mit, ja, mit Thema Weiblichkeit, mit Thema Authentizität, mit Thema Selbstliebe, mit Thema Sichtbarkeit, mit Thema Fülle. Ja, also alles rund um dieses Thema. Dann
freue ich mich riesig, wenn du eine von den wenigen Frauen bist, die die Ehre haben, eben in diesem krassen, in dieser krassen Soul-Photo-Experience dabei zu sein, die wir jetzt haben. Wir haben es verschoben nochmal ein Wochenende am 22., glaube ich, Juni, also das vorletzte Juni-Wochenende in der Nähe von München machen werden. Wir haben eine unglaublich geile Location jetzt gefunden, endlich. Es wird in der Natur sein, es wird wild sein. Und es ist eben wirklich ein ganzer Tag, wo du wirklich, ja, wo ich mit euch wirklich in diese wilde weibliche Uressenz von dir reingehe, wir ein wirkliches Retreat miteinander, in einen Tagesretreat haben und gleichzeitig aber der Fokus auf dem Fotoshooting ist. Ja, es ist Magic, es ist mega, mega Magic. Und du sowohl wirklich Einzelfotos von dir, wirklich, ja, voll Fokus nur auf dich, Einzelfotos bekommst, aber eben aus der ganz anderen Energie, ganz anders gehalten und getragen von der Gruppe, von mir. Und eben aber auch wunderschöne Gruppenfotos entstehen. Und du eben auch entscheiden kannst, gerade bei Gruppenfotos dürfen natürlich die Frauen mitsprechen, aber bei deinen eigenen Fotos kannst dich du entscheiden, eben ob du die kommerziell nutzen möchtest oder einfach nur für deinen Kühlschrank. Ne, es ist ganz dir überlassen, du kannst es auch einfach nur für dich machen und sie deinen Liebsten schenken. Es ist auf jeden Fall, es sind auf jeden Fall Fotos, die da entstehen, die echt anders sind. Und also das ist wirklich eine Riesenempfehlung für Frauen, die vielleicht noch nie sich ein Fotoshooting getraut haben, für die das ganz neu ist, da das Eis zu brechen, aber auch für Frauen, die schon Fotoshootings gemacht haben und einfach Bock haben auf was anderes, eben auch wirklich auf Fotos, die. Das liebe ich eben auch so sehr an der Arbeit von Lissy Hutti. Sie kommt aus der dokumentarischen Fotografie und sie kann eben beides. Sie kann wirklich dieses Mega-Porträt-Seelen nach außen wunderschön, aber sie kann halt auch wirklich mit dem Foto Geschichte erzählen. Ja, wirklich dich erzählen lassen, was eben über das ich sehe von der Schokoladenseite, hast du mich, boah, hinausgeht, ja, eben in deiner Wildheit, in deiner Kraft, eben wirklich Fotos, die interessant sind. Weil das sehe ich so oft, eben was glaube ich auch so viel so in Anführungszeichen falsch machen, werden irgendwie das gleiche Grinsen von der gleichen Kamera in dem gleichen halb verpixelten Halblicht, das irgendwie vorteilhaft ist. Und ich meine, das interessiert einen doch dann irgendwann nicht mehr. Und es sind so viele Menschen da draußen und so viele Coaches und so viele lächeln nett in die Kamera. Und das, was den Menschen hängen lässt, hängen bleiben lässt an deinem Post, ist ja nun mal zuerst das Bild. Das weiß man inzwischen, ich habe vergessen, ich glaube 70% oder so, ja, von dem Eyecatch ist das Bild. Und wenn dieses Bild was ist, wo ich denke, krass, ja, wow, dann will ich den Text dazu lesen und dann entsteht der Magnetismus. Und das ist die Energie, die einfach mitgeht. Und deswegen, wenn du den Seelenimpuls eh vielleicht schon spürst, du willst ein Foto, schon länger geile Fotos von dir haben, du möchtest dir gönnen, du möchtest es dir erlauben, dass du so professionell bist, dass du, ja, dass es nicht mehr nur noch die Selfies sind, dann, boah, herzlich fette Einladung. Es wird mega Magic, ja, und wirklich andere Fotos, als du sonst vielleicht so gewohnt bist, ja. Also guck super gerne bei der Lissy auf die Seite. Ich glaube, wenn du Lissy Rutil eingibst, mit Doppel-S-Y, Lissy und Rutil mit OU, dann sie hat eine wundervolle Homepage. Da siehst du eben auch ganz viele von ihren Arbeiten. Sie ist so genial im Frauenfotografieren. Mega, mega, mega genial. Und genau, es wird der ganze Samstag sein. Es lohnt sich, sich ein Wochenende zu gönnen, wenn du von weiter kommst, in München irgendwo ein Wochenende dir zu gönnen. Und es wird richtig krass. Und wir haben eben nur maximal, ich glaube, 9 Plätze oder 10. Ja, also es ist wirklich eine kleine Gruppe und jede Frau, es geht 7 Stunden. Das heißt, jede Frau hat wirklich ihren vollen Fokus einmal für sich und die Gruppe und es wird wirklich magic kraftvoll. Ha, meldet euch bei mir, meldet euch bei der Lissy. Wir beantworten euch gerne alle Fragen und sichert euch einen dieser wenigen Plätze. Ich freue mich mega auf euch und verabschiede mich in diese Nacht. Bis dann, ihr Wundervollen. Ciao, ciao.